Ja, ein paar Kleinigkeiten müssten gerichtet werden. So was Furchtbares habe ich noch nie. Hey, wie ist es gegangen? Wie es gegangen ist? Es ist ein schönes Auto, wenn du nicht zufällig gerade bremsen willst. Komm, gib her, ich hol dir was. Ja, bitte, hol mir unbedingt was zu trinken. Ich muss schließlich... Oh, na, das ist vielleicht dein Wagen. Na, hallo. Ich habe schon gewusst, dass was nicht stimmt. Ich habe sofort geahnt. Also der Mann hat gesehen, dass sie ihren Vater mitgebracht hat. Was sagt der Mann? Meine Güte, ich kann die Wagenschlüssel nicht finden. Und ich sag, meine Güte, ich kann meine Schecks nicht finden. Da hat er die Schlüssel gefunden. Gut, wir steigen also ein. Und das eine muss ich wirklich ehrlich sagen. Es ist ein ausgesprochen schönes, ein ausgesprochen gut aussehendes Auto. Also wenn ich mir vorstelle, dass Denise da so drin sitzt, dann höre ich, wie ihre Freunde sagen, Achtung Denise oder heiße Karre oder coole Braut oder was die sonst immer so sagen, wenn sie was sagen. Also ich habe den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt, habe ihn umgedreht und es macht... Doch, das ist wahr, genau so hat er gemacht. Und er ist nicht richtig angesprungen. Er denkt doch drüber nach. Er denkt, er fängt mal mit der rechten Seite an. Also erst die rechte Seite, klar. Und diese rechte Seite sagte... Und sie sitzt da, so sitzt sie da. Und so, als würde sie tanzen, so. Aber er läuft noch immer nicht. Ehrlich, das Ding läuft noch nicht. Es macht... Dann gehe ich mal mit dem Fuß aufs Gas. Und du denkst jetzt wahrscheinlich, ich lüge, aber das Auto sagt was? Ich hab's gehört. Und dann habe ich versucht, den Rückwärtsgang einzulegen. Ganz vorsichtig lasse ich erstmal die Handbremse los. Und wie ich so aufs Gas trete, höre ich das Auto sagen... Oh, du willst jetzt rückwärts fahren. Und prompt setzen wir zurück. Und ich höre nur noch... Und dann fangen wir an zu zittern. Ich meine, dieser Motor, er sagt... Und einmal, da gucke ich auch in den Rückspiegel. Und alles, was ich gesehen habe, habe ich 12-fach gesehen. Und sie, Denise, sitzt da und gibt mir die Schuld. Daddy! Ach, es sind doch nur ein paar Kleinigkeiten, die man reparieren müsste. Ein paar Kleinigkeiten, meinst du? Was glaubst du, was es kostet, um so einen Wagen wieder total in Ordnung zu bringen? Keine Ahnung, vielleicht $200? $200? Ja, also das Wichtigste ist schon mal die Lenkung. Die ist ein Riesenproblem. Dann kaufen wir eben ein neues Lenkrad. Das Lenkrad war das Beste an der ganzen Karre.